Wir bauen's. Wer baut einen Roboter mit Augenbrauen? Das ist genau wie dieser Butler. Wer baut so einen Butler? So, ja. Sie müssen das machen. Ja, gut. Die Sache aufnehmen, hier hinlaufen. Kurz warten. Bis sie auf ist. Warte. Wieso? Ja, ach so, weil ich ja noch hinlaufen muss. Dann muss ich das von hier jetzt wieder machen. Nochmal aufnehmen? Auch nach hier laufen? Ja. Nee. Zur Tür. Nee, zur Tür. Achso, jetzt kann ich direkt zur Tür. Ja, deshalb solltest du auch warten, weil damit wenn du die, dann direkt wieder beendet hättest. Damit die länger aufbleibt. Ne? Bald. Ja. Also ich sehe schon, Rätseldomme greift wieder zu. Das wird eine coole Sache mit dir. Ja, das ist, ich bin das eher so der Typ für zerstören. Das wird nachher noch richtig außen. Tim, ich habe hab einen Crate Crave. Ein Crate Crave? Ich habe einen Crate Crave. Oh, Crates! Awesome. Bolt. Ja, ich habe einen Bolt Crave. Bolt Crate Crave? Ja. Ich bin brave und bold. Mit Zeitfeldern nicht regular oder italic. Ich bin bold. So kannst du alte Handlungen und noch viel mehr tun. Starte zuerst die Aufzeichnung und öffne die Tür der Kammer. Bold und so. Schön, dass du das jetzt einfach wegnimmst. Hey, was? Was mache ich? Du nimmst das ja jetzt einfach vorweg, wie das geht. Die Aufzeichnung auf dem zweiten Zeitfeld. Ja. Damit ich dann später nicht da sitze. Was soll ich hier machen? Die Kammer öffnet, tritt ein und öffne die Tür. Beende jetzt die Aufzeichnung. Jo. Ja, gut, das hätten wir uns fast gedacht. Okay, ja, pass jetzt auf. Wird's schwierig. Da dein vergangenes Ich, das die Tür offen hält, in der Kammer ist, musst du dein anderes Ich überspielen, um herauszukommen. Öffne die Kammer und lass dein vergangenes Ich rein. Wenn es dann den Ausgang öffnet, kannst du raus. Probier's mal aus. Ich blick's nicht, Leute. Ohne Spaß, okay. Gehst du jetzt auf den blauen? Ja, ja, ich mach das schon. So, mach ich das erstmal auf. Genau. So, jetzt warte ich einen Moment. Ist das richtig? Genau. So, kann ich anhalten? Ja. So, halten wir das an. Dann... Auf den grünen. Hier? Auch? Genau. So, jetzt wartest du in die Kammer. In die Kammer. So. Warten hier jetzt einen Moment, weil die Tür offen ist. Genau. Dein erstes Ich neu aufnehmen und das andere anhalten. Ja. Jetzt muss ich ihn wieder. Auf den blauen. Und gehe auf die Tür hier. Ja. Das wird ja auch der Weg angezeigt, den du genommen hast. Weil du musst ja jetzt deine. Nee, auf den. Knopf. Hier drauf einfach? Ach so, ja klar, damit ich den hier aufmache. Und jetzt kannst du... Jetzt kann ich rüber. Genau. Okay. Ihr merkt schon, das Rad in meinem Kopf dreht. Es kollidiert nur mit keinem anderen Rad. Das eine. Ich höre es knacken. Das ist ja das Problem. Das ist echt das Problem. An manchen Tagen halt kann es sich halt noch rüber recken, um... Ja, so ist es. Das ist... Wenn ich Kisten sehe, denke ich nur so, ey... Dein Nervenknoten, den du im Gehirn nennst, da oben keine anzutreiben. Keine Chance gegen Kisten, Junge. Hier, bam, bam, bam. Kein Thema, ey. Wenn man mal einen dicken Freund, guck mal, so für die Popeye-Arme hier so. Uska. Geh mal weiter. Da habe ich X gedrückt, Tim, ne? Nur, dass du gleich nicht verkackst. Das war mir klar. Okay. Ich bin einfach der Allrounder von mir. Allrounder? Klar. Ich kann Rätsel lösen. Ich glaube, Allrounder ist eher der Domme, oder? Wow, war das jetzt richtig verletzend. Der Domme weint gerade richtig. Ja. Die große Krokodilstränen. Immer diese Frage, lachst du oder weinst du? Ja. Deine Tränen schmecken lecker. Salzig. Ich hatte kein Salz mehr. Okay. Ja, wieso? Ist doch rein theoretisch möglich, wenn du zu Hause einfach so zu essen machst und du hast einfach kein Salz mehr, kannst halt nirgendwo hin, einfach anfangen, dir weh zu tun oder so, dir ein Messer in die Hand zu rammen und anfangen zu weinen und dann mit den Tropfen so dein Fleisch zu... Ey, ohne Scheiß, irgendwie hätte ich mal richtig Bock, das zu machen. Ja, mach das. Also nur nicht mir das Messer in die Hand rammen, das ist irgendwie ein bisschen zu viel. Muss ich denn kannst auch hier? Deine schlechte Zockerkarriere denken, du. Ja, oder so. Was ist das denn? Dass sie keine Chance gegeben haben. Mnemonikstation? Ja. Ja. Okay. Nee. Mnemonik. Was ist das denn? MN. Matnat. Matnat. Matnat, ja, da erinnere ich mich so auch noch dran. Uiuiui. Ah, das sieht ja aus wie in Assassin's Creed. Portal. Spoiler Alert. Portal auch ein bisschen. Willkommen in deinem Unterbewusstsein. Ich bin Horus. Und ich freue mich schon ein Weilchen. Oh Gott, die Stimme kam. Ich verstehe das nicht. Geht's dir wie mir, Cola? Geht's dir wie mir? Deine Seele kommt aus einer Robotfabrik, oder? Ich habe dich erschaffen. Oh,
Du hast bestimmt viele Fragen, aber zuerst habe ich ein Geschenk für dich. Warum kann ich nicht fliegen? Awesome. Alter, geil. Zauberstab. Voll der Mage-Stab. Oh, zieh das mal rein. So einen Boden will ich zu Hause auch haben. Bro, do you even Leviosa? Das ist irgendwie so What It Feels to True Five Gum, ne? Dieser Boden. Boah, Leute. Ah, von der Werbung. Five Gum, ja. Wrigley's, Hubba Bubba, haben wir alle genannt. Sehr gut. Diese Schnecken, Junge. Die waren geil, ja. Die früher immer ganz gegessen haben. Nicht so abgerollt, sondern so reingebissen. Einfach so. Some men just want to watch that world burn. Oh, cool, was ist das denn? Das ist ein Zeit-Kollaps. Ich komme mit diesem Boden nicht klar, der ist geil. Echt geil, ne? Oh, ne Flachs. Das ist halt so, das ist der zukünftige, das ist der Zukunftsboden, ist das. Aber so überhaupt nicht irgendwie praktisch, aber so. Nein, das ist der Boden der Zukunft. So, also der nur da einsteht, wo er gebraucht wird. Ist wiederum hilfreich. Du musst jetzt mit deiner. Ich will eine Bombe und dann hier rüber, richtig? Genau. Bombe. Bombe! Bombe. Bombe. Bombenbestimmung halt. Wäre halt geil. Wo wir gerade von Boston reden. Das war. Und wie war Boston Marathon? Bombe. Ja, furchtbare Tragödie. Ernsthaft, lass mich lieber. Oh, ich wäre fast gestorben. Die haben die natürlich direkt gekriegt, die Typen. Ne? Oh. Haben sie? Ja, die erste wurde erschossen. Ach, Alter. Ja, ich mach das der schon. Zweite, weiß ich nicht. Dominik Gern, war gefährlich. Das ist mein zweiter Vorname, Junge. Lebt gerne. Lebt gerne. Dominik lebt gerne. Ja. Du hast jetzt deinen Nachnamen gesagt. Ich wollte ihn jetzt nicht gesagt haben. Scheißegal, kannst du piepen. Jetzt was? Kannst du piepen? Piep. Piepen. Piepen. Nicht piepen. Ich will es nicht vergessen. Domme, hast du das hochgeladen, was ich dich, worum ich gebeten habe? Ja. Achso, gut. Ich wollte mir das mal angehört haben, weil der Dom meinte, das wird sich richtig lustig anhören. Das hört sich auch richtig lustig an. Das Ding sieht richtig, richtig geil aus. Das wäre wahrscheinlich bei unserer aktuellen Aufnahme, wenn wir die wahrscheinlich reinbauen mal. Aber ich dachte, was... Ja, sollst du ja auch. Was ist denn das? Ja, wie, was ist denn das? Für ein Geräusch. Ein Piep, das, was ich die ganze Zeit mache. Ja. Das ist das. Echt? Piep. Piep. Achso, ich dachte, da kommt sowas wie... Nein, das ist so voll... Du denkst an Fahrstuhlmusik. Mhm. Das war einfach voll das billig eingesprochene Piep. So Piep. So Piep. Wie Charlie the Unicorn hört sich das, finde ich, an. Irgendwie. Ein bisschen, ja. Kommt deshalb hat das halt voll geil gepasst. Stimmt. Oh, was ist das denn? Aber das kannst du auch noch besser. Ah, okay, gut. Okay. Kann ich auch angreifen jetzt? Ja. Gut, mein Sohn. Okay. Und jetzt lass es mal so richtig schön krachen. Alles klar, Daddy. Mach ich. Fickt euch, ey, Leute. Ihr habt keine Chance hier. Pisst euch. Ja. Ich verschwinde nie im grünen Rauch, anstatt im Pixel. Pisst euch, Leute. Oh. Zieh ich das mal rein. Erinnert mich überhaupt gar nicht an GOV. Gar nicht, ne? Gears of War, was? Ja, genau da. An nichts anderes. Wer der Babo ist. Genau. Ja, wir sagen jetzt übrigens das Richtige nicht, weil ich glaube, die Aufnahme kommt noch, bevor die andere an dem Punkt ist, wo es ist. Was du nicht sagst. Wir dürfen eigentlich gar nicht was reden. Ich wollte es die ganze Zeit nicht sagen, weil ich dachte, das ist dann... Ja, ich habe darauf geachtet. Also, nein, hast du nicht. Das wird keiner das wissen. Natürlich nicht, aber... Nein, ja, egal. Vor allem... Dann gucken sich die Leute erst sehr recht. Richtig. Ah, ja, ja. Husch. Also, wir waren eben bei Grötzrock, wo das ist. Das ist in Belgien und du bist da hingefahren mit dem Auto. Hast du das nicht schon geklärt? Oder? Ja, ich wollte aber weiter ein bisschen erfragen, was das ist, weil ich so auf Konzerte eigentlich überhaupt nicht gehe. Ich war in meinem Leben noch nie auf einem Konzert. Und das ist sowas wie Jurassic Park. Jurassic Park? Ja. Das ist wie Jurassic Park, voll vergleichbar. Mit Großmüttern statt Dinosaurier. Riesendinosaurier, die Menschen zerfleischen und man geht da voll drauf ab. Das Leben findet einen Weg, sag ich dir. Nein, das ist einfach, das ist so ein, wie Rock am Ring halt, ne? Ja, mein ja. Also du hast, gehst da hin, Zelt ist da oder kann man sich da echt... Ja, wir haben im Auto gepennt, oder ist das schon cool genug und da kann man sich irgendwelche Zelte mieten. Wir haben im Auto gepennt. Gerade voll am Umspacken, hast du gemerkt? Ja. Mach das nochmal. Clank, mach das nochmal. Das kann ich nicht tun, Sir. Ja, mach halt, was du willst. Sigmund. Das zeig mal. Zeig mal. Zeig mal. Digitalisiert. Awesome. Nicht digitalisiert, sondern... Husch.
Materialisiert? Materialisiert, dankeschön. Okay, dankeschön, Tim. 3D-Printer. Boah, so einen will ich haben. Boah, habt ihr das in diesem geilen Post gesehen? 3D-Drucker können 3D-Drucker drucken. Nee, ernsthaft jetzt? Ohne Spaß. Wie geil ist das, oder? So Printception. Das ist ohne Scheiß. Oh Gott, Gegner. Boah, auf, aber ey, der, den mach ich so platt. Aber das ist natürlich der... Ach ja, kommt drauf an, ob der Drucker... Kann der gleich große Drucker erschaffen? Wahrscheinlich nicht. Wird immer eine... Nicht jede Generation wird wahrscheinlich ein Tick kleiner sein müssen, oder? Es sei denn, du, ja, kannst, ja Frage, es sei denn, du druckst kleine Einzelteile und baust sie dann selber zusammen. Ja. Jein. Es sei denn, du druckst dann noch eine Maschine, die für dich zusammenbaut. Wäre natürlich geil. Ohne Scheiß, ich will eigentlich... Boah, ich warte, es dauert ein paar Jahre noch. Ich gebe den der Sachen 10 Jahre, dann gibt's die ganz normal... Ja. Ich glaube, die gibt's ja jetzt schon normal. Das kannst du ja jetzt schon kaufen. Natürlich ja, nicht aber zum halt Preis noch nicht besonders erschwinglich. Ja, ja, und vor allem sind bei weiß man noch nicht, ob man... Ich weiß noch gar nicht... Also im Moment darfst du die, glaube ich, legal kaufen, aber die diskutieren gerade darüber, ob man die überhaupt legal kaufen darf. Tun, ja, also die du kannst damit die Sachen schon, wie Waffen drucken. Du kannst ja, ja. Erstens Waffen, du oder kannst komplett, du kannst ja komplett deine ganzen Haushaltssachen nachbauen, sprich wirtschaftlich könnten viele Sachen. Ja. Kennst echt den Arsch. Ich will nur mal gerade durch den Arsch. Nur mal gerade im Game mal gucken, wie das jetzt aussieht, wenn ich die ganzen Bowls hier so ziehe ich das mal rein. Kannst, ist das nicht awesome? Du kannst halt wirklich auch du kannst wirklich Marken nachbauen. Und zwar fälschungsecht. Genau, das heißt... Was ist das für ein Wort, fälschungsecht? Ja, aber du musst natürlich das, auch erstmal die Datei dafür entsprechen, ja. Genau. Ja, ja, klar, dann ist natürlich, dann sagen wir mal so, es gibt wahrscheinlich einen Markt, wo Sachen legal ersteigert werden können. Zum Beispiel, ich sag jetzt zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, ich komme jetzt drauf an, sagen wir mal, eine Hülle fürs iPhone. Tim, zock du mal. Okay, fürs iPhone. Ja, ich habe übergeben an Tim. Damit der mal ein bisschen Hirnschmalz und so. Das wäre so geil für Leute wie mich, die sowas wie 3D halt natürlich beherrschen. Mit R1. Ist jetzt völlig unnötig gewesen. Ja. Könnte ich auch drauf gehen, das zweite werfen, dann ist ja egal. Warum steht da oben eigentlich Record in der Ecke? Ja, aber weißt du, dann kann ich das so sagen, wir mal so ein App, ich hab so wie so ein App Store oder sowas. Ich kaufe mir da. Ich kaufe. Oh, der. Oh, ja, ja. Aber ja, klar. Wahrscheinlich ein bisschen zu knape, ey. Zu knape. Nee, auf jeden Fall könnte ich mir jetzt. Kann man im Internet sowas kaufen, wo die. Also eine Plattform, wo ich die legal... Das wäre eine Idee, weil sonst die Tür ist, glaube ich, so lange nicht auf, ne? Ja, okay, sorry, wusste ich nicht. Macht schon nichts. Selber verpeilt. Aber hier waren hier sowieso Gegner. Trotzdem durchlaufen. Ah, okay. Dann bleibt der dann da stehen. Auf jeden Fall kaufe ich die dann, die Sachen, kann die dann in meinen Printer eingeben und der printet die dann. Und so, dadurch habe ich das Produkt praktisch dadurch gekauft. Legal, hab eine Lizenz dazu und ja, so das wäre jetzt so meine Idee, also, wie ich das vermarkten würde. Was ich einfach cool fand, was ich gesehen habe, dass man braucht ja schlichtweg ein 3D-Modell von dem Ding, gibt es dem und der baut es dir. Ja. So. Und was ich gesehen habe, der kann auch wirklich so, das ist wie eine Kette oder so. Du gibst dem 3D-Modell von der Kette mit Elementen, die ineinander greifen und die druckt er dir als fertige Kette, schon zusammengebaut. Ja, das fand ich so geil, dieses Konzept einfach, dass das, weil der musste ja irgendwie dann so. Ich habe da gelesen, diesen Druckvorgang, wie der quasi beschrieben ist, dass der das erst platt druckt irgendwie und dann in jede Richtung so drauf, so Schicht für Schicht irgendwie. Ich habe keine Ahnung. Das hört sich verdammt geil an. Ja. Ist auf jeden Fall richtig geil. Technik. Mit der Tim das mal so richtig easy peasy irgendwie weggerockt hier das Ding, weil ich ja gerade so vorne überlegen war, wie würde man das machen. Ach so. Bald. Vor allen Dingen, ich könnte mir einfach so voll die geilen Sachen in 3D bauen. Ja. Dildos zum Beispiel. Ja, also guck mal hier, sowas auch. Die ganze Dildo-Industrie, ohne Scheiß, wenn du pro... Ich meine, ich finde es cool, dass es eine ganze Industrie nur für Dildos gibt, nicht wie für Sexspielzeuge. Ja, ja. Nur Dildos. Aber ist oder so Scheiß, viele Dildos! Wie viel Geld geht denn da verloren? Da geht ein, sagen wir mal, ich gehe mal davon aus, dass nicht unbedingt jede Frau da natürlich später so einen Drucker haben wird, ja? Das ist noch eine Sache, ja, das wollte ich auch aber mal sagen. Aber es gibt bestimmt, wahrscheinlich ein bisschen zu schnell. Es gibt bestimmt Frauen, die gehen dann zu einem Typen und die, wo sie wissen, ja, da kriegen sie das und das. Und da, ich meine, das ist ja nicht schwer, sowas nachzubauen. Ich meine, selbst wenn ich nicht die Originalpapiere zu sowas habe, so eine bestimmte Form oder sowas. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich schnell gebaut, das Ding. Ich meine, jetzt bin ich wahrscheinlich völlig falsch, wie ich gerade baue. Aber, ja, ich habe irgendwie auch so verwirrt. Halt.